TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Von mir, herzlich willkommen in 2022! Gib mal einen Ball. Oh, geil. Sorry, ey. Gut reagiert. Ja, mit den Linienrichtern habe ich es nicht so. Herzlich willkommen zu TV Total. Endlich geht's wieder los. Ah, ich bin heiß. Ja, danke. Danke, ja. Ich wollte eigentlich nach Australien, aber lassen wir das. Die Welt ist am Abgrund, oder? Es geht da, alles läuft aus dem Ruder. Wir haben Omikron, Deltakron, Kasachstan, die Umwelt. Und was macht die Welt? Sie diskutiert über Tennisball. Ja, immer sicherer. Schon geil, auch das Geräusch immer. Wolfgang, schön. Können wir ein bisschen Tennisatmosphäre? Könnt ihr mal gucken? Ich schlage jetzt in die Richtung. Okay, und jetzt zurück. Also es gibt einige, die Tennis nicht kennen, oder? Ihr guckt die ganze Zeit nur auf mich, ist scheißegal. Komm. Für die, die es nicht wissen, Novak Djokovic, ich versuche gerade nach Australien reinzukommen. Ich habe es auch mehr oder minder geschafft, darf aber wahrscheinlich nicht nächste Woche bei den Australian Open spielen, weil, sagen wir mal so, der Novak, der hat bei seinen Impfnachweisen und wurde in der letzten Zeit so war ein bisschen geschummelt. Und das mögen die Australier jetzt nicht so richtig gerne. Kleine Meinungsumfrage. Wer von euch meint, dass Novak spielen soll? Steht mal bitte alle auf. Ich will jetzt einmal wissen, wie ist so die Stimmungslage in Deutschland? Aufstehen, Freunde, kommt. Ihr habt eh noch Speck von Weihnachten und Silvester. So, alle, die jetzt meinen, dass Herr Djokovic nächste Woche bei den Australian Open spielen soll, der setzt sich, oder die setzt sich jetzt bitte hin. Okay, wir haben drei Serben im Saal. Das ist gut. Schön. Ball. Mach nochmal. Ja, ich nehme auch nicht jeden Ball. Alte Tennisregel, nicht jeden Ball nehmen, nur Punkte. Ball. Der war schon geil. Djokovic, falls Sie ihn noch nicht kennen sollten, das ist dieser extrem sympathische Tennisspieler, der sehr, sehr hilfsbereit sein kann. Naja. Komm, hier. Von wegen Impfgegner, der nimmt sogar einen Rachenabstrich mit dem Tennisball. Ja, komm hier. Danke. Eingelocht. Anderer Sport. Ball. Erwischt. Voll in den Ton. Gestern haben übrigens die Kolleginnen und Kollegen der Australian News gedacht, und das ist sehr, sehr schön, sie seien nicht auf Sendung. Die dachten, sie seien in einer Werbepause und wir haben exklusives Material. Denn die haben dann einfach mal über Herrn Djokovic gequatscht. Und ich sage jetzt mal so, das ging jetzt raus an Millionen von Haushalte und
Sie sind jetzt, glaube ich, nicht die größten Djokovic-Fans. Novak Djokovic is a lying, sneaky, asshole. He's an asshole. He got a bullshit fucking excuse and then fell over his own fucking lies. I mean, he's an asshole. Oh. Oh. Es ist plump. Das ist wirklich plump. Also so platt würden wir uns über Djokovic nicht lustig machen. Ne? Wir würden eher sowas sagen wie, das ist ein Tenniswendler. So. Aber wer ist denn nun eigentlich dieser extrem sympathische Serbe mit Tennisschläger? Und da haben wir für Sie einen Biopic produziert. Novak Djokovic, sein Leben. Novak Djokovic, der beliebte, sympathische Serbe, hatte im Dezember eine ganz schlimme Corona-Infektion. Darüber hat er sich natürlich sehr geärgert. Infiziert! Scheiße! Aber er hat sich immer an den Sicherheitsabstand von 1,5 cm gehalten. Und deswegen darf er jetzt starten. Ganz Australien ist außer sich. Aber ob Djokovic nach 5 Tagen im Hotelzimmer noch erfolgreich spielen kann, ist fraglich. Er hat sich nämlich ziemlich gehen lassen. Jedenfalls musste er die Trainingspartner schon seinem Fitnessstand anpassen. Zu verdanken hat Djokovic seine Teilnahme vor allem den Fans vor dem Hotel. Die wurden zunächst von der Polizei in Schach gehalten. Und zwar mit Pfefferfritz-Spray und Schlagstock. Doch nicht nur auf den Straßen kam es zu Unruhen. Selbst in der australischen Steppe gab es Ausschreitungen. Mittlerweile sind die Joker-Fans aber glücklich und feiern ausgelassen. Zu dem, der der Joker heute ist, hat ihn übrigens sein ehemaliger Trainer gemacht. Und das war der Boris. Nicht nur dank Boris Becker hat Novak Deutsch gelernt. Der Serbe ist sogar in Deutschland zur Schule gegangen. Ich habe in Schule gelernt, deutsche Sprache, und da habe ich in Oberschleißen. Oberschleißen liegt übrigens direkt neben Kackenhausen. Also, toi toi toi, Novak, für die Australian Open. Wir hoffen für dich, dass es ein Volltreffer wird.